Wir haben ein neues Projekt, und zwar Metallguss. Wir haben schon mal was gegossen. Damals war das ein Körper für eine Nebelmaschine aus Aluminium in einem Holzkohleofen, den wir uns selber gebaut haben. Und jetzt wollen wir das Ganze etwas erweitern und haben uns diesen Ofen hier gebaut, diesmal mit einem Gasbrenner. Den haben wir ausgekleidet mit Mineralwolle. Ist unter Hochtemperaturdämmung zu finden. Und damit sollten wir problemlos Aluminium schmelzen können und dann später auch Kupfer und Messing. Theoretisch könnte der Gasbrenner auch Gusseisen zum Schmelzen bringen, aber das werden wir wahrscheinlich mit diesem Setup noch nicht erreichen, da das noch nicht effizient genug ist und die Dämmwolle auch nicht für diese Temperaturen ausgelegt ist. Das ist unser neuer Schmelztiegel. Der ist aus Graphit. Und um den aus dem Ofen zu holen, haben wir uns eine Zange gebaut. Die erste Zange, um ihn rauszuheben. Und die zweite Zange, mit dem wir dann den Tiegel aufnehmen, um zu gießen. Und dann haben wir noch einen Löffel zum Schlacke abschöpfen. Gibt es schon ordentlich vollpacken. Wir haben unseren Tiegel jetzt mit Aluminiumschrott befüllt und der kommt dann in den Schmelzofen. Unser Gasbrenner schafft ungefähr 1800 Grad. Das reicht allemal, um Aluminium zu schmelzen. Der Schmelzpunkt von Aluminium liegt bei ca. 650 Grad. Allerdings muss man es etwas höher erhitzen, damit es nach dem Herausnehmen nicht direkt im Tiegel erstarrt und auch noch flüssig genug ist, um es vernünftig gießen zu können. Jetzt wird geschmolzen. Was da aktuell so qualmt, ist die Farbe von unserem Blechdeckel. Hier sieht man, dass das Aluminium schon geschmolzen ist und auf der Oberfläche schwimmt eine ganze Menge Schlacke rum, die wir jetzt abschöpfen werden. Da das unser erster Versuch ist mit dem neuen Schmelzofen, haben wir uns erstmal nur ganz einfache Formen gebaut. Wir haben uns diesen Formsand gekauft und gießen da jetzt erstmal nur Stäbe und Halbkugeln. Und später wollen wir auch nochmal komplexere Formen erstellen mit dem Formsand. Das Aluminium ist jetzt heiß genug zum Gießen und wir holen es jetzt raus.
Man sieht jetzt, wie das Öl in dem Sand verbrennt, wodurch der Sand, der direkt das Metall berührt, aushärtet und der ist danach nicht direkt wieder verwendbar. Unsere Aluminiumgussstücke sind jetzt vollständig erstarrt und wir beginnen jetzt mit dem Ausformen. Ich versuche jetzt hier diesen schwarzen verbrannten Sand etwas von dem noch nicht verbrannten zu trennen, da wir den nicht verbrannten roten Sand nochmal verwenden können, aber der schwarze hat seine Klebekraft verloren, der hält die Form nicht mehr so gut, deswegen sollte man den aussortieren. Hier sieht man schön, wie der verbrannte Sand sich von dem restlichen Sand trennt. Unsere Nuggets sind jetzt vollständig abgekühlt. Wir sind recht zufrieden mit unserem ersten Guss und das nächste Mal wollen wir dann noch Barren gießen und vielleicht auch noch komplexere Formen.